Ja, lieber Randfix, das ist der letzte seiner Art. Stieger hat dieses Modell eingestellt. Und ich werde heute dafür sorgen, dass ich es wieder in ihr Programm aufnehme. Nein, ich weiß nicht. Also, ich werde das Ding jetzt mal auspacken. Und dann schauen wir uns das Teil mal an. Einige kennen vielleicht das Gerät schon. Ich habe mir wieder einen neuen Rasenmäher gekauft. Ich habe aber meinen alten verkauft. Also, und zwar den John Deere mit dem Walzenantrieb. Den habe ich verkauft. Und ich wollte nämlich auf Akku umsteigen. Und, na, jetzt wisst ihr es natürlich schon, ich wollte unbedingt wieder einen Walzenantrieb haben. Und das gibt es praktisch in Deutschland, ja, oder vielleicht auch sogar Europa, nichts mehr zu kaufen. Ich habe mit dem Händler gesprochen, es gab keine 10 Geräte mehr auf dem Markt. Also das Stieger haut jetzt die letzten Geräte raus. Trotzdem war das Gerät noch unwahrscheinlich teuer. Davon mal abgesehen, es gibt in Deutschland praktisch keinen Hersteller mehr, der einen Sichelmäher mit Walzenantrieb anbietet. Nur noch Honda, aber Honda hat eben nur Benzinmotoren, noch keine Akkumotoren, sonst hätte ich mir wahrscheinlich einen Honda gekauft. Aber ich wollte eben Akku haben und ich finde Stieger und fand Stieger immer schon ziemlich cool. Und deswegen seht ihr jetzt meine neuen Mäher. Viel Spaß! Cool. Schon mal ein schickes Gelb. Hier ist der Fangkorb. Zack. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Okay. Ah, riecht nach neu. Schwarz finde ich schon mal cool. Schwarz finde ich richtig cool. Diese weißen Fangkörbe von Sabo und Co. Das geht gar nicht. Ne? Das ist sofort dreckig. Also geht gar nicht. Okay. Ist jetzt nicht so groß, der Fangkorb, finde ich. Leider noch ein bisschen ekliges Plastik. Okay. Der soll ganz einfach nur einrasten hier. Passt nicht. Ah ja, gut. So. Pappe. Okay, jetzt machen wir das, was wir immer machen. Ich wollte jetzt eigentlich die Kiste auseinanderschneiden, aber wir könnten ihn auch rausheben. So schwer ist der wahrscheinlich nicht. Willst du da rangreifen? Ja. Aber dann würde ich von der anderen Seite. Egal. So, warte. Aber habe ich den schweren Teil? Nee, der ist schwer. Ach so, einfach da rein. Sehr cool. So, noch eine Stufe tiefer. Ja, oh, super. Also das fühlt sich schon mal, ich bin ja so ein haptischer Mensch, ne? Das fühlt sich schon mal hier richtig gut an. So ein soft Kunststoffgriff, das finde ich so richtig schmeichlerisch, handschmeichlerisch. Ganz wichtig. Zack, zack, okay. Ja, ein paar kleine Kratzer. Ist ein bisschen abgeflacht, gut. Okay, oh gut, anheben geht gut. Heiß, heiß. Zwei Akkus. Ich muss leider gestehen, ich habe die Akkus noch nicht. Die kommen in einer separaten Lieferung. Also, kann auch nicht mehr. Ich hoffe, die kommen heute. Das ist heute Morgen, 10 vor 8. 10 vor 8 hat er an der Tür geklingelt. Wir waren noch gar nicht richtig angezogen. Ein neues Gerät ist nach dem Auspacken nie wieder neu. Bisschen geölt. Sehr gut. Bisschen Öl drauf. Fett. Sehr cool.
Sehr gut. 94 dB. Im Prospekt stand 93. Der Honda ist auch 94 dB laut. Und der sollte nur 93 dB haben. Ich bin mal sehr gespannt. Ich bin ja sehr, sehr, sehr sensibel, was Geräusche angeht. Wie die Akustik von dem Mäher ist. Wieder ein Blindkauf. Ja, aber 94 ist schon gut. Ne? 96, 98, was so die anderen Mäher haben. Ich bin mal gespannt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, das geht aber softig. Alles gut. Das ist aber soft. Das ist soft. Geht bis 13 mm runter. Wahnsinn. Also der liegt aber auch wirklich, der liegt schon fast platt hier auf dem Asphalt. Also 13 mm. Das fand ich so super. Das geht der Honda nicht. Der Honda geht, glaube ich, nur bis 19. Aber der geht halt bis 13 runter. Und das ist natürlich für einen Rasenfreak genau das Richtige. Schick. Das ist natürlich Plastik hier. Das finde ich jetzt nicht so doll. Das Metall ist richtig eingestaubt. Aber die Walze ist Metall. Die ist nicht geteilt. Also sie ist auch ungeteilt. Und er ist von der Schnitt ist er, glaube ich, 48. Ich glaube, ja, habe ich vergessen. Ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall deutlich breiter als mein John Deere mit 43. Das fand ich auch gut. Da kommen natürlich die Streifen ein bisschen schöner raus. Sonst cool. Gut. Sehr gut. Klar, die Walze, die wird natürlich hier über den Asphalt. Oder stell ihn mal auf den Rasen. Guck mal hier so, hier mal. Ei, ei, ei. Was so einen coolen Shot hier. Oh, das ist aber schon tief. Na gut. Ja, cool. Feine Höheneinstellung. Oh, den Griff finde ich gut. Lässt sich gut handeln. Aha. Okay, sowas kenne ich nicht an Geräusch her. Man muss ihn natürlich jetzt zur Wartung auf die Seite legen. Das ist ja das Schöne an so einem Akkumäher. Den kann man einfach umkippen. Und da passiert nichts. Da läuft kein Öl aus, läuft kein Benzin aus. Hier haben wir dieses besondere Stieger Doppelsichelmesser, was total stumpf ist. Das ist ja völlig stumpf. Hallo? Ja, da muss ich jetzt mal rüber. Ja, der hat zwei Schnittebenen, um das Gras auch besonders klein zu häckseln. Und jetzt fällt mir gerade auf, wo ist denn der Mulchansatz? Hat er denn keinen Mulchansatz? Ich dachte, der hat auch einen Mulchansatz. Na egal. Hier ist der Antriebs. Das ist der Antriebsmotor. Wow. Okay. Einfach die Welle in Kunststoff gelagert. Puh. Aber das ist immerhin echt eine dicke, solide Metallrolle. Das gefällt mir richtig gut. Ich hatte ein Video gesehen, da hat sich einer furchtbar über Stieger aufgeregt. Ich komme ja jetzt aus Italien. Das ist zwar eine schwedische Marke, aber der Hauptsitz ist nach Italien gewechselt. Und jetzt kann man schon sagen, das ist eigentlich ein italienischer Hersteller, obwohl es eben früher ein schwedischer Hersteller war. Wie da genau natürlich die Verantwortungen und die Verhältnisse sind bei Stieger, weiß ich nicht. Ja, hat auch hier so ein Lüfterrad. Ist auch Kunststoff. Na gut. Was sagt ihr? Wie findet ihr das Ding? Schreibt es in die Kommentare. Und im nächsten Video kommen dann die ersten B-Szenen. Yeah, danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ja, lieber Fix, ich habe nämlich natürlich schon vorher ein bisschen informiert.
Es gab einen in dieser Facebook-Gruppe Mein schöner Rasen, der auch so einen Teil hat. Und den habe ich vorher gefragt, was er davon hält. Und der war echt hellauf begeistert. Das war dann letztendlich der Grund für mich, das Ding zu kaufen. Danke, Marc, für dein Feedback. Yeah!